Hallo zusammen, ich bin Matteo und mache meine Lehre bei BEDAG. Aktuell befinde ich mich im zweiten Lehrjahr. Wir werden euch jetzt kurz BEDAG Informatik vorstellen. Bei uns macht man Basisausbildung. Das sind alle neuen Lernenden zusammen mit einem Praxisbildner. Man bekommt vom Praxisbildner Aufträge, die man dann entweder selbstständig oder auch mit der Gruppe lösen kann. Ist ein Auftrag erfolgreich abgeschlossen, tut man seine Lösungen den anderen kurz vorstellen. Auf diesem Weg ist es möglich, dass man für jedes Problem oder für jeden Auftrag, den man bekommt, verschiedene Lösungen und vor allem verschiedene Arbeitsmethoden für die Zulösung zu kommen, mitbekommt. Ich bin im zweiten Lehrjahr. Aktuell befinde ich mich in der Abteilung, die zuständig ist für die Serverüberwachung. Im zweiten Lehrjahr macht man verschiedene Praktikum in mehreren Abteilungen. So lernt man das Firmenumfeld kennen und kann Kontakte für die Zukunft knüpfen. Das ist die ideale Vorbereitung, für wenn man sich nachher im dritten und vierten Lehrjahr auf ein Fachgebiet spezialisieren will. Also, das war es von meiner Seite. Ich muss jetzt nämlich noch weiter ins Training. Nach meiner Lehre als Informatiker spiele ich nämlich noch leistungssportmässig Unihockey. Dank der Gleitzeit, die wir hier bei BEDAG haben, bringe ich das ja doch super unter einen Hut. Das ermöglicht mir nämlich, sehr flexible Arbeitszeiten zu haben. Aber eben, ich muss jetzt los. Darum übergebe ich das Wort jetzt dem Chris. Tschüss zusammen. Hey, ich bin der Chris. Auch ich arbeite für BEDAG. Ich mache eine Way-Up-Lehre. Das heisst, ich bin in der Hälfte der Zeit fertig, die der Matteo braucht. Ich bin jetzt zwar noch im ersten Lehrjahr, habe aber schon mit der Vertiefungsausbildung im Client Engineering angefangen. Im Client Engineering verwalten wir alle Geräte, die der Kanton braucht, um zu arbeiten, und verteilen dort Updates und Software und kümmern uns auch um sonstige Probleme, die dort auftauchen. Da das etwa 12'000 Geräte sind, haben wir auch ziemlich etwas zu tun. In BEDAG wird man während der ganzen Lehrzeit von Lehrlingsbetreuung begleitet und in den einzelnen Abteilungen hat es dann jeweils noch einen Praxisbildner, der zu einem schaut. Die verschiedenen Abteilungen, die es im Bereich Systemtechnik hat, sind auch eine Stärke, da man dort immer auf ein offenes Ohr trifft, das ihm Fragen beantworten kann. Also ich bin sehr froh, habe mich für BEDAG entschieden und ich denke, du würdest dich hier sicher auch wohlfühlen.